Wohin entwickeln sich die Immobilienpreise? Lohnt noch der Einstieg? Wo steht gerade der Immobilienmarkt? Wie entwickeln sich die Zinsen? Was ist los mit dem Risiko? Politische, regulatorische Eingriffe in den Immobilienmarkt, all das sollte man auf dem Schirm haben, wenn man sich mit Immobilieninvestments beschäftigt. Ben Schrödel hat all das logischerweise auf dem Schirm. Es ist Teil 2 des Interviews, das ich mit ihm geführt habe. Der Ben ist bei PwC, also einem Beratungshaus, verantwortlich für den Bereich Immobilienconsulting, begleitet große Transaktionen und die beschäftigen sich logischerweise auch damit, wo der Immobilienmarkt gerade steht, haben selber eine Studie gemacht, beispielsweise zum Mietendeckel. Und er hat einen, ja, wie ich finde, sehr interessanten Blick auf die Marktphase, in der wir uns gerade befinden. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Ihr habt euch mit dem Mietendeckel in sich beschäftigt oder ich glaube auch mit generell staatlichen Eingriffen in den Immobilienmarkt. Ich würde vorweg die Frage noch eins größer ziehen und sehr offen stellen. Wo steht denn der Immobilienmarkt gerade? An welchem Punkt befindet er sich aus deiner Sicht? Das ist eine Frage, die ich mir selber natürlich auch immer wieder stelle, als Privatmann, aber auch als Immobilienprofi und seit gefühlt 10 Jahren würde ich sagen, wir sind so im roten Bereich. So, wenn ich aber die Aussage von vor 5 Jahren anschaue, roter Bereich, hat es überhaupt nicht gestimmt, weil wir eigentlich seitdem immer noch mal was draufgelegt haben. So, deswegen ist das sozusagen eine ganz, ganz schwer zu beantwortende Fragestellung, wenn man es jetzt nicht ein bisschen runterbricht. Also nehmen wir uns mal einen wesentlichen Einflussfaktor auf den Preis, Immobilienpreis hier vor. Das ist die Finanzierungskosten, ja, der Zins. Die Zinskurve ist seit 2010, also sagen wir mal seit der Finanzkrise, ist die gefallen. Und mit dem Fallen konntest du beobachten, wie der Markt anstieg. Warum? Weil einfach Finanzierungskosten sind gesunken. Das heißt, ich konnte für dieselben Kosten konnte ich mir mehr leisten, beziehungsweise die Kosten sind gesunken und ich konnte eben höhere Preise bezahlen. So, die Zinskurve ist aber auf quasi nahe Null, teilweise ja sogar unter Null, wenn wir die EZB-Zinsen nehmen. Das heißt, diese Kante ist im Markt ja ausgespielt. Also da kann man nicht mehr draufgeben. Im Gegenteil, wir erleben jetzt so die Inflation, die zurückkommt, was ja auch ganz, ganz normal ist, bei den ganzen Schulden, die aufgenommen wurden weltweit, so dass man eher ja mit einer Zinsanstiegskurve rechnen muss, zumindest mittel- oder langfristig. Langfristig und das heißt, Entschuldigung, nur 3, 4, 5, also du rechnest nicht in 2 Jahren mit dem Zinsanstieg, sondern wenn dann 5+ oder so. Genau, also ich rechne in den USA damit relativ zügig, ja, das sieht man ja auch schon. Hm. Die EZB wird sich das sehr, sehr schwer machen, aber es ist eben die Zeit des billigen Geldes zu verlassen und das kann man auch am Beispiel Japan, also jeder, der im Immobilienmarkt sich professionell mit beschäftigen möchte, muss sich eigentlich Japan mal anschauen. Das ist ein ganz extremes Beispiel und die sind in dieser Niedrigzinsphase verharrt. Ja, also die sind da nie rausgekommen bis zum heutigen Tag. Also es gibt internationale Beispiele, die belegen, dass auch eine Niedrigzinsphase gar nicht enden muss. Aber ich würde sagen, wenn die Inflation hochkommt, dann ist die EZB aufgrund ihres Statuten sozusagen ja verpflichtet, auch was dagegen zu tun. Das heißt, wenn wir 3, 4, 5% Inflation haben und das vielleicht über 2, 3 Jahre hinweg, dann werden wir einen Zinsanstieg haben. Ja, wenn die Inflation ausbleibt, dann werden wir auch weiter niedrige Zinsen haben. So, das ist ein wesentlicher Einflussfaktor. Das andere ist natürlich die Art und Weise, wie wir leben und wie wir wohnen wollen. Ja, Deutschland hat eine sehr geringe Eigentumsquote. Das heißt, die Menschen überlegen sich ja, was mache ich mit meinem Geld? Und da haben sich einfach viele Leute jetzt gesagt, Mensch, Immobilien, das läuft ja wahnsinnig, da muss ich jetzt auch mitmachen. Und das ist ja so ein bisschen absurd, weil der Markt ist ja schon sehr gut gelaufen und dann kommen die Leute immer. Also wenn der DAX beim Hochstand ist, dann kommen die Leute und sagen, Mensch, jetzt musst du da mal in Aktien investieren. Und das ist natürlich so ein bisschen auf Deutsch ja schizophren, weil ich ja dann in so einem Extremmarkt eigentlich einsteige.
Und das ist auch ein Punkt, weshalb ich sage, naja, wir sind da schon irgendwo so im gelb-roten Bereich. Wenn man jetzt aber international auf Deutschland und die Preise zum Beispiel schaut, sind unsere Immobilienpreise gar nicht so verrückt. Ja, also wenn ich jetzt mal unsere Großstädte mit Paris, London, New York vergleiche, sind die relativ günstig. Wir haben ein Riesenproblem und das ist die Mietregulierung. Ja, wir haben eine Riesenschere zwischen Preisen, Immobilienpreisen und den Mietpreisen. Ja, wenn die Mietpreise mitgehen könnten, wäre das ja auch ökonomisch auch sinnvoll. Ja, also, weil ich bewerte ja eine Immobilie als Anleger aufgrund der Erträge, die ich daraus generieren kann, also den Cashflow, den ich daraus ziehen kann. Und der kann aber nicht steigen, wenn ich natürlich eine starke Mietregulierung habe. Und das ist eine Gefahr, weil da kommen wir dahin, was die EZB ja jetzt auch schon reihenweise und Deutsche Bundesbank publiziert hat, nämlich wir haben spekulative Preisblasen in den großen Immobilienmärkten in Deutschland. Und spekulative ist es immer dann, wenn ich einfach keine Substanz, also Erklärungsmuster mehr habe, warum eigentlich der Preis weiter steigt. Dann ist es eine reine Spekulation, dass es weiter so geht. Und das sind Märkte, die sind natürlich gefährlich. Wenn man jetzt in München wie ihr sitzt, ja, unterhaltet euch mal mit einem Marktimmobilienprofi, der das seit 30 Jahren macht, der sagt, Leute, das haben die auch schon in den 70ern erzählt, das haben die in den 80ern erzählt, das haben die in den 90ern erzählt. Und heute erzählen sie es immer noch. Und du hättest in der Zeit steinreich werden können, hättest du einfach gekauft, gewartet und wieder verkauft. Also das ist so ein bisschen schwierig, was den Wohnungsmarkt betrifft, weil wir da wirklich mit quasi spekulativen Preisblasen zu tun haben, die aber zum Teil extrem lange sich ziehen. Und da gibt es jetzt ja auch einige Marktteilnehmer, die sagen, hat ja viel auch mit Wohnnutzung zu tun und so weiter. Und wir demografisch, wir schrumpfen ja. Da kommen so Effekte rein, die werden uns zukünftig Preissenkungen bescheren. Ich finde die immer so ein bisschen schwierig, weil wenn man jetzt nur mal in sein privates Umfeld schaut, wer wohnt denn in der größten Wohnung? Und das korreliert mit dem Alter. Weil nämlich die Menschen ja aus ihren Wohnungen nicht ausziehen, nur weil sie ohne Kinder dann da leben oder auch ohne den verstorbenen Partner da leben und sie bleiben bis zum Lebensende in diesen großen Wohnungen. Das heißt, man hat ja nicht die Situation, dass die Leute ihre Wohnungssituation automatisch mit ihrem Bedarf sofort anpassen und diese Wohnungen dann auf den Markt kommen. Das heißt, das wird sich extrem lange zerren, wenn überhaupt. Weil wer verkauft denn so eine Wohnung privat, wenn er nicht muss? Du hast es gerade schon angesprochen, wäre mich auch noch interessiert, Thema Demografie. Da sagst du, oder da ist dein Gefühl, also die meisten sagen ja, wir werden weniger, das hängt, also das weiß man, also wenn man jetzt einfach nur Geburten und Sterblichkeit nimmt, das ist klar, dass das über die nächsten 10, 20 Jahre eigentlich weniger Menschen in Deutschland sind. Was die Unbekannte ist, ist eigentlich die Zuwanderung. Es ist das natürlich auch nicht ein Immobilienmarkt, deswegen ist die Frage sehr schwer zu beantworten. Also Deutschland ist ja, es macht einen großen Unterschied, ob ich die Frage für Berlin City und München City stelle oder vielleicht für Speckgürtel oder auf dem Land. Aber genau, wie ist dein Blick auf Demografie, wie ist dein Blick auf Wohnungsknappheit in den nächsten 10, 20, vielleicht auch 30 Jahren in Deutschland? Ja, ich denke, dass wir ein Zuwanderungsland sind und dass wir zukünftig noch stärker eins werden. Das heißt, Deutschland ist hochattraktiv. Ja, wir haben hochattraktiven Arbeitsmarkt. Wir sind mitten in Europa gelegen. Wir haben also alles, was man eigentlich sich wünschen kann. Das sieht man ja auch. Wir haben einen enormen internationalen Zuzug. Jetzt nicht nur aufgrund von politischen Ereignissen, sondern ja auch aus Südeuropa zum Beispiel. Leute, die einfach nach ihrem Studium nach Deutschland kommen, hier ihren Berufsbeginn suchen. Und ich glaube, das wird noch weiter zunehmen. Also wir werden eher in Europa an anderen Stellen Probleme bekommen auf den Immobilienmärkten, aber weniger in Deutschland.
Weil sobald in München sozusagen Wohnungen günstiger werden würden, glaube ich, wird es sofort einen Effekt geben, wo die Leute sagen, endlich, dann mache ich das doch. Ja, weil warum gehe ich als junger Mensch zum Beispiel Berufsstadt nicht in München? Weil ich keine Wohnung finde. Ja, also wenn sich da irgendwie was tun würde, dann würde es sofort, also München könnte wahrscheinlich heute doppelt so groß sein, wenn die Wohnungen halb so viel kosten würden. Und wenn wir uns das jetzt nochmal so ein bisschen unter Klimawandelaspekten anschauen, dann wird ja quasi eine Zone auf der Erde heiß werden, von der Mitte her. Ja, und wir in Nordeuropa haben da eher noch Glück als Pech. Also auch das wird aus meiner Sicht langfristig gesehen unsere demografische Situation komplett verändern. Und das ist eigentlich, finde ich, auch das, was viel oft falsch eingeschätzt wurde. Ne? Wir haben einfach die deutsche Geburtenrate gesehen, haben gesagt, oh Gott, wir sterben aus, wir dürfen niemanden mehr einstellen, wir dürfen keine Stellen mehr besetzen in der öffentlichen Verwaltung, wir werden ja weniger. Und das fällt uns massiv auf die Füße, weil es einfach nicht so ist. Wir sind international super attraktiv und wir machen die Tür ja kaum auf. Also wenn wir die aufmachen würden, wäre ein Einwanderungsland wie Australien oder Amerika mit einer echten Einwanderungsstrategie, dann sehe ich überhaupt kein demografisches Problem. Ja, sehr interessant. Lass uns vielleicht noch standortmäßig kurz einmal auseinandernehmen. Also Top 7 brauchen wir sowieso nicht drüber reden, dass das Interesse extrem riesig sein wird, immer in diesen Lagen zu leben, glaube ich. Wenn man mal die nächste wäre für mich so der Speckgürtel. Da sind wir selbst auch sehr stark investiert. Wie gesagt, gerade im Berliner Speckgürtel in unserem Fall. Wie siehst du die Speckgürtelgegenden für die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Da gilt auch das, was du gerade gesagt hast? Aus meiner Sicht ja, und auch jetzt nochmal verstärkt. Ja, also wenn man sich jetzt, also ich zum Beispiel hab drei Kinder, ja, und such mal in Berlin, und da ist es ja noch einfach im Verhältnis zu Frankfurt und München und Hamburg, eine große Wohnung, also mindestens 5 Zimmer. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, sowas gibt's zum Beispiel in Neubau gar nicht. So, wir haben so ein bisschen den Japan-Effekt, wir haben uns nämlich ziemlich klein gesized. Ist ja in der Autoindustrie heute auch der Fall. Viele 3- und 4-Zylinder fahren wieder durch die Gegend, wenn es nicht schon ein E-Motor ist. Und dieses diese Wohnkomfortsituation, die ist nur im Speckgürtel eigentlich zu befriedigen. Ja, also wir werden aufgrund der knappen Grundstücke, werden wir weiter sehr effiziente kleine Grundrisse sehen im Wohnungsbau. Da wird es eigentlich für Arbeitszimmer, Freizeitzimmer oder auch vier Kinderzimmer wird es kein Angebot geben. Und wenn wir jetzt noch clever investieren als Land sozusagen in diese Speckgürtel-Infrastruktur, also eine gute Infrastruktur, Bahn, aber auch natürlich nach wie vor das Auto oder auch das Fahrrad, und wir schließen die an die Zentren gut an, dann ist der Speckgürtel eigentlich sozusagen, werden wir einen Speckgürtel-Boom auch noch weiter sehen. Wir haben uns das mal angeschaut, hier so sternförmig um Berlin herum. Also hier sind Wachstumsraten im zweistelligen Bereich, also 20% innerhalb von letzten 5 Jahren vorhanden. Und das ist einfach dem geschuldet, dass natürlich ein niedriges Niveau vorhanden war auf der einen Seite im Speckgürtel. Aber wenn ich jetzt in Münchner Speckgürtel gehe, ja, da muss ich ja schon 40, 50 Kilometer fahren, bis es günstig wird. Also der Donut, also es gibt ja diesen Donut-Effekt, ne? Ich habe das Zentrum und dann habe ich die Lage, wo sich die Leute leisten können. Und dazwischen gibt es so eine leere Stelle eigentlich. Und da muss man eben auch gucken, wie man eben mit Infrastruktur, also wenn jetzt in München zum Beispiel eine neue S-Bahn-Strecke gebaut würde, einfach irgendwo hin, wo es noch keine gibt, die Immobilienpreise könntest du wahrscheinlich sofort sehen, wie die steigen würden. Und da müssen wir rein investieren, damit die Speckgürtel auch gut angeschlossen sind. Und wenn das gemacht wird, dann hast du auch eigentlich eine ziemliche Sicherheit, dass das passt. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir da wieder mehr investieren werden in diese Art von Infrastrukturen. Und das ist eigentlich sozusagen der Garant dafür, dass das auch keine sinnlosen Investments sind. Wie weit geht der Speckgürtel? Wir sind jetzt in Berlin, ich mach's wieder für uns selber, dort ja eine Stunde Fahrzeit teilweise von Berlin weg, also jetzt Zentrum, nicht Stadtgrenze Berlin, da ist dann näher. Das ist für mich absolut Speckgürtel und da sehen wir auch diese Entwicklung, die du gerade beschrieben hast. Würdest du das auch so sehen?
Ja, also man kann das eben nicht als Kreis beschreiben, Ja. sondern du hast eben Fahrzeiten, die sind eben an den Autobahnen entlang oder an den Bahntrassen entlang. Und da muss man es eben dran sehen. Ich muss halt in einer Stunde hinkommen. Also es gibt Orte, da kann ich quasi westlich von Berlin, da komme ich aufgrund der Seen schlechter hin. Da gibt es eben nur ein, zwei Brücken. Das ist in Hamburg auch so. Und dadurch gibt es so blinde Flecke sozusagen. Und die musste ich halt irgendwie anschließen. Da muss ich infrastrukturell ran, damit es auch wirklich ein Kreis wird und nicht nur sagen wir, so ein ausgefranstes. Ist noch nicht mal eine Kartoffel, sieht eigentlich aus wie eine Ja, Zelle. ja, Ja. ja, ja, ja. Ja, nee, sehr gut beschrieben, vom Donut zur Zelle. Also was ich auch interessant finde, diese Entwicklung, die du gerade beschreibst, also du kennst mit Sicherheit den Prognos Zukunftsatlas, den man sich ja immer wieder so angucken kann, auch als privater Investor. Wir haben da teilweise in Standorten selber gekauft, die wirklich extrem weit hinten im Ranking waren. Eine Stunde weg von Berlin. Da wirst du sagen, C- oder D-Lage eigentlich irgendwie weit draußen. Mittlerweile hat aber schon, kannst schon an diesem Dynamikrang sehen, den es auch bei Prognos gibt, dass es da sehr viel weiter oben ist, dass da was passiert und genau die Entwicklung spüren wir eigentlich gerade, weil wir tatsächlich auch Mieten erzielen, die wir gedacht haben, die sind vor 1,5 Jahren gedacht haben, sind gar nicht möglich. Also das ist toll, dass es eigentlich diesen Trend und diese Story gerade gibt, wo man wirklich sagen kann, da ist ein interessanter Markt für den privaten Immobilieninvestor. Ja, und vielleicht auch noch das zu sagen, also wir haben natürlich die Situation in den Innenstädten, die ja auch, also die momentan komplett neu gedacht werden muss, ja, weil der Einzelhandel bricht zusammen, ja, und wir haben eine Situation, wo wir jetzt mal schauen müssen, wie es dann wirklich danach jetzt aussieht, was davon zurückkommt, was bleibt Onlinehandel, aber da kann zum Beispiel auch ja viel Wohnen entstehen und das wäre auch wünschenswert, weil das sind ja sozusagen Infrastrukturen, die haben wir, das ist hochattraktiv, und da können sich auch wieder viele Investmentchancen bieten, die darf man auch nicht aus dem, also weil diese Speckgürtel-Diskussion, die ist momentan sehr stark, ja, man muss auch mal den inversen Blick wieder machen, also immer wenn die Herde am Rennen ist, dann muss man sich mal umschauen als Gnu und muss schauen, wovor rennen die eigentlich weg und ist das überhaupt noch da, weil das grüne Gras wächst da auf jeden Fall, wenn die Herde nicht drüber getrampelt ist. Ja, super. Dann noch kurz nur jetzt quasi die wirkliche, das platte Land, die D-Lage, 2 Stunden weg von Berlin, nicht an der Autobahn oder sowas, das ist tatsächlich einfach hochriskant, oder? Hochriskant oder ein ganz spezielles Produkt, nämlich als sogenanntes Wochenendgrundstück. Ja, okay. Also wir kommen bei steigenden Einkommensverhältnissen eben in diese Situation und das ist ein Produkt, wo es auch bisher, finde ich, wenig Profis gibt. Also das gibt's ist ein hochinteressanter Bereich, weil man einfach weil es viele Leute gibt, die können sich eine Stadtwohnung leisten und möchten aber auch einen Zweitwohnsitz haben und die würden dann eben auch wären in der Lage 1,5 Stunden zu fahren. Und das hebt natürlich den ländlichen Bereich und so viel dazwischen haben wir gar nicht. Ja, in Deutschland, wann fahre ich denn schon mal 3 Stunden und ich fahre wirklich ins Niemalsland. Ja, das muss dann schon eine sehr schlecht ausgebaute Straße sein. Es hat dann nicht viel mit Distanz zu tun, sondern eigentlich nur mit schlechten Verkehrswegen. Okay, dann lass uns jetzt noch sprechen. Du hast gerade ja schon ein paar Mal angedeutet auch. Klar, eines der großen Themen im Immobilienmarkt ist die Regulierung, sind politische, staatliche Eingriffe in den Immobilienmarkt. Ja, was denkst du, also was haben wir zu erwarten, ist natürlich sehr schwer zu sagen, so kurz vor der Bundestagswahl, die ja da einiges auch entscheiden wird. Aber ihr habt euch ja damit auch beschäftigt, glaube auch mit einer Studie, ne? Was habt ihr denn rausgefunden? Ja, also vielleicht nochmal so ein bisschen der Hintergrund, warum haben wir die Studie überhaupt aufgesetzt, weil es ist ja ein extrem politisch aufgeladenes Thema. Ich kann das total nachvollziehen. Ich bin selber ja auch Mieter gewesen und die Situation ist natürlich in vielen großen Städten einfach nicht gut. Die Mieten sind zu hoch, die Menschen können sich es kaum leisten. Das heißt, dass man da politisch rangeht, ist ja irgendwo nachvollziehbar. Das Ganze hat bloß eine unglaubliche Kehrseite und diese Kehrseite, haben wir gesagt, wird eigentlich wenig oder wenn überhaupt nur wirklich im professionellen Bereich gesehen. Und haben einfach mal alles mal so aufgezählt, was ist eigentlich so in den letzten 10 Jahren dazugekommen. Also wir haben eine wahnsinnig expansive Ausprägung dieser Milieuschutzgebiete. Ja, und
Das finde ich zum Beispiel auch schon ganz, ganz spannend. Milieuschutz, ja. Gibt eine ganze Reihe an Leuten, gerade in Berlin, die können sich noch gut daran erinnern, wie Anfang der Nullerjahre, wie man versucht hat, eigentlich eine Durchmischung in bestehende Milieus hineinzubekommen. Also zu sagen, wie kriegen wir eigentlich bildungsferne und bildungsnahe näher zueinander. So. Also der Begriff, ich schütze das Milieu so wie es ist, ist dann irgendwann en vogue geworden. Ist eigentlich ein bisschen bizarre Geschichte, weil eigentlich diese Durchmischung natürlich gewünscht ist. Und da finde ich zum Beispiel die politische Debatte immer extrem verkürzt, weil Menschen mit höheren Einkommen haben auch ein Recht zu wohnen. Und auch die haben ein Recht dazu, dass ihre Kinder in schöne Kitas gehen und dass man dass man jetzt nicht verdrängt wird oder keine Chance hat. Also es ist so eine sehr politisierte Debatte. Und man redet oft über das Geld fremder Leute. Ja, wir sind ein marktwirtschaftliches Land, wir haben eine freie Demokratie und leben von Privateigentum. Und das Geld haben die Leute investiert in welcher Form auch immer. Ja, ob ich jetzt eine Aktie gekauft habe und das Unternehmen hat Bestände oder ob ich jetzt direkt investiere, ist jetzt mal dahingestellt. Und Mietregulierung betrifft dieses Vermögen, dieses private Vermögen, weil wenn ich den Mietcashflow deckle oder sogar senke, dann vernichte ich realen Wert. Und das finde ich erstmal hochproblematisch, weil es einfach gibt es da so ein Störgefühl. Und das muss zumindest auch ein bezahlbarer Preis sein. Und wir haben in Berlin diesen Mietendeckel jetzt hier gehabt. Was ist passiert? Die Anzahl der verfügbaren Wohnungen ist enorm zurückgegangen. Ja, wir haben also ganz die Versorgung von Wohnraum hat sich deutlich verschlechtert. Das ist für die bestehenden Mieter war das toll, weil sie jetzt ja weniger Miete zahlen mussten. Für Leute, die zugezogen sind, für Leute, die Wohnungen gesucht haben, die sie familiär vergrößert haben, war es eine Katastrophe. Zweiter Aspekt, Mietendeckel, Mietregulierung. Es hat ja sozusagen, also die top sanierte Wohnung am Kudamm, wo der Mensch, der da reingezogen ist, bewusst gesagt hat, ich möchte gerne für x-tausend Euro im Monat Miete hier leben, der hat wahnsinnig profitiert. Und der Rentner, die Rentnerin in Spandau bei einer 4-Euro-Miete, die hat vom Mietendeckel gar nichts gehabt. Das finde ich auch irgendwo komisch. Also wenn ich politisch was mache für den sozialen Bereich, dann muss ich auch gucken, was für eine Auswirkung das hat. So, wir haben jetzt bundesweit die Diskussion. Es gibt ja fast keine Partei, die das nicht machen will. Kann ich auch nachvollziehen. Wenn man sich wählen lassen will, macht man Dinge, die die Bevölkerung gerne hört. Viele verstehen das ja ökonomisch auch gar nicht, was da passiert. Ist aber aus rein wirtschaftlicher Perspektive betrachtet, ist es nicht gut. Und wir könnten mit Mitteln was deutlich Besseres machen. Jetzt bist du kein Politiker und musst diese Entscheidung treffen. Was könnte man denn tun? Also ich bin auch eben voll dabei. Es gibt ein großes Problem mit Wohnungsnot, logischerweise gerade in den Großstädten. Es sei angemerkt, es gibt im Übrigen auch viele, viele Wohnungsmärkte in Deutschland, die eben nicht angespannt sind, wo der Mieter sich einfach ganz entspannt eine gute Wohnung aussuchen kann. Also auch das gibt es. Aber jetzt, wenn wir mal über die großen angespannten Märkte reden, was kann man tun, um das Problem wirklich zu lösen? Ja, also und da ist für mich also die Ausweitung des Neubaus das Entscheidende. Ja, also und da kommen wir vielleicht auch noch zu den ganzen Enteignungsdebatten, die ja auch jetzt laufen. Also die Frage ist ja, was mache ich mit meinem Staatsgeld, ob ich das jetzt per Verschuldung aufgenommen habe oder ob ich es über Steuern eingenommen habe, was mache ich damit? Und allen ist sozusagen geholfen, wenn man wirklich Wohnungsbau macht, indem man also mehr Wohnungen auf den Markt gibt und dann sich Preis und Nachfrage wieder bildet, weil wenn ich mir ein Angebot habe bei einer Nachfrage, dann wird der Preis eben sinken. Und diesen Effekt habe ich eben nur durch Neubau. Und ich habe auch ganz viel hier in Berlin mit Leuten gesprochen. Und ich kriege eigentlich ganz oft die Antwort, dass zum Beispiel auch diese B-Plan-Verfahren, Baugenehmigungsverfahren, aber auch schon Bausanierungsmaßnahmen,
dass das unendlich kompliziert und langwierig geworden ist und es ist nur noch schlimmer geworden. Also ein Kollege hat es letztens auf den Punkt gebracht und hat gesagt, also das Gründerzeithaus, wo er drin wohnt, das wurde damals in 3 Monaten war die Baugenehmigung da. Das war zur Kaiserzeit. Das Gebäude steht heute noch und die haben 3 Monate für die Baugenehmigung gebraucht. Wenn ich das Objekt heute abreißen würde und ich würde ein neues Gebäude dahinstellen würden, also ich würde mal einfach sagen, so unter einem Jahr brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Und da ist doch die Frage zu stellen, warum ist denn das so? Also warum kommen wir denn nicht mal wieder zu einer Ausstattung im öffentlichen Bereich, in den Bauämtern, in der Verwaltung, also wo einfach aus meiner Sicht natürlich auch viel kaputt gespart wurde, dass wir diese staatlichen Aufgaben so erledigen, dass den Leuten nicht immer noch was schwieriger gemacht wird, sondern es einfach auch mal wieder leichter klappt und besser funktioniert. Und zusätzlich habe ich ja ohnehin ganz viele Dinge, die ich heute zusätzlich beachten muss. Ich habe heute viel mehr Brandschutzthemen und das ist auch richtig, dass das heute so ist, ja, weil wir wollen die Brände nicht mehr haben, die man noch vor 50 Jahren hatte in den Städten. Aber viele Dinge, finde ich, könnten, wenn man das Geld dahin allokiert, wo einfach Staat und Verwaltung und so weiter gut funktioniert, schnelle Baugenehmigung, schnelle Verfahren, das würde enorm helfen und würde den Markt in eine funktionierende Weise wieder ins Lot bringen, ohne dass ich eigentlich Markteingriffe machen muss, wie Regulierung und andere Verbote oder irgendwelche extremen Maßnahmen, die aus meiner Sicht so gar nicht sein müssten. Dann würde mich jetzt noch interessieren, quasi, also du selbst investierst ja auch privat, hast du gesagt, in Immobilien. Ne? Was würdest du dem privaten Investor empfehlen, wenn wir jetzt mal alles, was wir gerade gesagt haben zur Marktsituation zusammennehmen, also vielleicht mittel- bis langfristig irgendwann mal steigende Zinsen, aktuell sehr niedrige Zinsen, Marktphase auf jeden Fall in dem Bereich, wo die Preise schon sehr hoch sind, sagt man aber auch schon seit vielen Jahren, Speckgürtel versus Top 7 versus auf dem Land, sollte der private Immobilieninvestor oder wie sollte der private Immobilieninvestor jetzt vorgehen, der langfristig denkt, dass es geht jetzt nicht darum, in 6 Monaten irgendwie einen kurzfristigen Return zu machen, sondern der sagt, das ist meine Altersvorsorge, mein Vermögensaufbau, was würdest du tun? Genau, da noch den Disclaimer vorweggeschickt, also ist jetzt meine ganz private Meinung, also was ich momentan extrem spannend finde, sind eigentlich wirklich so die Innenstädte, also gerade auch von vielleicht B, C und D Städten, die jetzt einfach in so eine Umbruchphase kommen und wo zum Teil einfach auch Nutzungsarten sich ändern. Ja, ein Beispiel jetzt klingt ein bisschen absurd, aber zum Beispiel Autohäuser. Ja, also Autohäuser sterben eigentlich reihenweise weg. Die stehen auch gerade im ländlichen Bereich oft so verkehrsgünstig gelegen, sind recht billig häufig und lassen sich eigentlich als Immobilie gut auch umbauen und anderweitig nutzen. Ja, also das finde ich so Projekte, die sind auch in einem überschaubaren Rahmen. Ich finde alle Dinge, wo man, und das finde ich das Spannende an Immobilien, an der Immobilienwirtschaft privat auch, man kann alles verändern. Also es ist zwar, also es ist heute so gegeben, aber gerade wenn ich so 5 oder 10 oder 15 Jahre nach vorne schaue, man kann Dinge positiv gestalten und auch verändern und man kann ein Teil davon sein, ja. Und zweite Sache, die ich auf jeden Fall so privat nur empfehlen kann, ist, dass man halt wirklich schaut, im Eigentum zu wohnen. Ja, also zu lange zu Miete zu wohnen, ist an sich aus meiner Sicht Vermögensvernichtung sozusagen, ja, weil ich einfach nicht in diesen Kapitalstock für meine Altersversorgung irgendwie Vorsorge, sondern die Miete jemand anders gebe, der damit am Ende des Tages ja auch Geld verdient. Ja, also dass dieser Wandel im Kopf hin zu einer Eigentümernation, das finde ich eigentlich auch eine ganz wichtige Botschaft, die ihr auch sendet und die ich nur unterstreichen kann. Ja, lassen wir mal einen anderen Aspekt sprechen. Und zwar haben wir ja viele Leute in der Community, gerade auch viele junge Leute. Und ich selber war auch mal an demselben Punkt gestanden, zu sagen, ich weiß jetzt, ich möchte was mit Immobilien machen. Ich möchte Vermögensaufbau mit Immobilien betreiben, ich möchte vielleicht Immobilieninvestor werden,
vielleicht ein Immobilienhandelsgeschäft aufbauen oder nur nebenbei mal ein, zwei Wohnungen, was auch immer. Und ich möchte, es wäre eigentlich toll, wenn ich mich beruflich auch schon Immobilien näher ausrichten kann. Ich habe wirklich zwischendrin mal kurz überlegt, ob ich mir einen Job suche in der professionellen Immobilienbranche, kurz bevor dann Immocation entstanden ist. Und jetzt, wenn man dann jetzt nicht gerade zum Beispiel bei Immocation selbst arbeitet, da haben wir natürlich auch ein paar, die genau das miteinander kombinieren, könnte man ja eben, wie du ja Leute auch im Team hast, quasi Immobilien-Consultant werden, oder? Gibt es diesen Job und was ist das für ein Job? Erzähl einfach mal. Genau, also so bin ich ja auch zu meinem Berufswunsch gekommen, ja, weil ich das einfach auch professionell machen wollte. Immobilienberater, Immobilienconsultant, der macht das, worüber wir jetzt gesprochen haben, wirklich als Experte. Ja, gibt es verschiedene Zugangswege, ne? Man kann das studieren, man kann aber auch zum Beispiel eine Ausbildung machen und dann später vielleicht auch nochmal aufsatteln zu studieren. Bei uns in der Regel nach dem Bachelor- oder Masterstudiengang. Dann richtige Experte wird man eigentlich erst im Job. Das heißt, bei uns lernt man das Handwerk, was bedeutet im Prinzip alle Dinge in diesem ganzen Prozess, den wir ausführlicher geschildert haben, auch zu können, den Blick dafür zu entwickeln. Und das geht aber auch wirklich nur, wenn man so ein bisschen dieses Immobiliengehen auch hat und auch wirklich ein Stück weit so eine intrinsische Motivation hat, sich auch damit zu beschäftigen. Das gilt ja für jeden Beruf. Ja? Also ich kann natürlich irgendwo einen Job ausüben, den ich einfach nur ausübe, aber ich kann auch einen Beruf als Berufung sehen, dass ich den Job einfach auch gerne mache. Ob ich Tierarzt oder ob ich Lehrer oder Feuerwehrmann bin, ist da ja völlig egal. Jeder hat da seine eigenen Interessen. Aber wenn man sich mit Immobilien beschäftigt und sagt, Mensch, ich möchte aber eigentlich nicht nur so am Spielfeldrand stehen, sondern ich würde da eigentlich gerne richtig mitmischen, ist natürlich die professionelle Immobilienberatungsbereiche wie bei uns bei PwC in meinem Team in Berlin natürlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Wir haben oft natürlich auch dann einfach, es gibt auch viele, die dann den rausgehen irgendwann. So oft haben wir das noch nicht gehabt, dass jemand dann wie ihr jetzt in den kompletten Privatinvestorenbereich rüber wechselt und sich damit so beschäftigt. Aber auch das gibt es natürlich und ist ja so eine eigene Entscheidung, will ich beraten, ja, wo ich ja auch immer so ein Stück weit nicht ganz mit Skin in the Game dabei bin, oder will ich wirklich Akteur sein und nicht nur über die Sachen schreiben, sondern die Sachen selber verfassen. Aber ich vermute mal, jemand, der als Immobilien-Consultant arbeitet, dort habe ich ein Umfeld, in dem es absolut toleriert wird, wenn ich nebenbei mal die eine oder andere Eigentumswohnung für mich selbst kaufe. Ja, also privat darf man natürlich bei uns auch machen, was man will. Klar, das ist so und das ist auch etwas, was ich positiverweise merke, dass das einfach auch bei den Leuten jetzt zwischen 20 und 25 immer mehr im Kopf schon drin ist. Ja, also viel mehr, als das noch in meiner Studiengeneration war, so vor 15 Jahren. Und das finde ich einfach toll. Ja, also dass die Leute selber auch diesen Sprung wagen. Und Immobilien sind jetzt nicht wirklich komplizierter als Aktien. Im Gegenteil, Immobilien sind immer auch anfassbar, erlebbar. Man kann sich davon vor Ort irgendwo auch ein Bild immer machen. Und das Bauchgefühl, also Faktor Mensch, wie gesagt, das spielt ja immer eine ganz große Rolle. Also es muss auch irgendwo passen. Und das ist zum Beispiel was natürlich jetzt beim Profibereich jetzt auch da natürlich keine Rolle spielt. Ja, also ob die Lagen jetzt wirklich gefallen oder nicht, ist da irrelevant. Das ist aber als Privatinvestor natürlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ja, super. Also wir wollen das selbst logischerweise bei Immocation auch natürlich massiv unterstützen als Arbeitgeber, dass eine Selbstverständlichkeit ist, dass hier jemand in Immobilien investieren kann. Und das finde ich eben so spannend, wenn jemand wirklich sagt, ich richte meinen beruflichen Werdegang ein bisschen darauf aus und kann dann eben auch privat den Vermögensaufbau so betreiben. Es klang gerade schon, sucht ihr wirklich gerade Leute für dein Team oder generell Ja, bei PwC? Okay. Das heißt. absolut. Also wir haben einen riesen Bedarf. Wenn es jetzt Zuhörer gibt, die sagen, Mensch, wäre interessant, gibt bei PwC eine große Karriere-Webseite, wo man eben auch Real Estate dann die Jobs, Angebote sich auch auswählen kann und sich sozusagen an uns wenden kann.
Okay, oder direkt dich bei LinkedIn anschreiben, wäre das auch eine Möglichkeit? Oder ist das... Ist auch eine Möglichkeit, genau, bin ich zu finden, auch ansprechbar, aber ist aber natürlich auch eine Frage dann auch für den Standort zum Beispiel, ne? Also je Ah nachdem, wo ich herkomme, ist natürlich die Frage, wo möchte ich dann sitzen? Und du kennst es ja auch noch aus deinem Job, ne? Berater sind ein reisendes Volk, also es ist nicht ganz so ausschlaggebend, wo ich tatsächlich wohne, aber irgendwo gibt es natürlich so feste Agglomerationen, wo wir dann auch Teams haben, die dann sozusagen das Heim Team sein sollten. ja. Also, wer das jetzt gehört hat, darauf Lust hat, entweder die Karriereseite gehen oder gerade wenn es um Umland Berlin geht, Benjamin Schrödel, LinkedIn findet man dich. Habe ich nämlich schon hinter mir, man findet dich. Und ja, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank, Ben. Es war für mich sehr spannend, mal in diesen Profibereich reinzuschauen. Danke für deine Zeit und deine Insights. Ganz vielen Dank, Marco.